sowieso nicht, die Schweizer und die Briten. Sie versuchen, die europäische Konkurrenz so ein bisschen zu ärgern und ihnen die Punkte wegzunehmen. Wir sind im ersten Umlauf und schauen uns Bertram Allen an, der im vergangenen Jahr bei den Weltreiterspielen auch in Frankreich mit 19 Jahren der jüngste Teilnehmer war. Die Iren bis dahin schon wieder mit Fehlern, wie sie das in Lümmen auch gemacht haben. In Lümmen, da hatten sie sich das Leben selbst schwer gemacht. Die Ausgangsposition war eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber dann knallte es doch gewaltig. Am Ende blieben gerade mal nur 45 Punkte für die Gesamtwertung hängen. Es ist ja ganz, ganz wichtig, dass man viele Punkte sammelt auf dem Weg zum großen Finale in Spanien. Und die Iren, sie wollen dabei sein, doch bislang haben sie schon einiges hier an Punkten stehen. Streichergebnis von Cian O'Connor. 9 Strafpunkte. Und dann Daron Kenny und auch Craig Patrick Broderick mit jeweils einem Abwurf. Und jetzt sollte dann eben Alan Bertram mit Molly Malone zusehen, dass das hier eine fehlerfreie Runde wird. Weil sonst haben die Iren schon wieder ein Problem. Denn Irland will auch hier in La Bol die Punkte machen. Und wenn man dann schon 2 Möglichkeiten verbaselt hat, dann wird es natürlich ganz, ganz schwer. Erlaubte Zeit, 75 Sekunden hat er eingehalten, fehlerfrei geblieben. Also hält er Irland einigermaßen im Rennen. Die nehmen dann 8 Strafpunkte mit in den zweiten Umlauf. Und das Ergebnis von Cian O'Connor, Sie sehen das hier eingeblendet, das ist das Streichergebnis der Iren in diesem ersten Umlauf. Und dann kamen die Gastgeber. Volles Haus hier in La Bol. Man hat viele, viele Freikarten verteilt. Entsprechend ramsvoll ist hier das Stadion. Die Franzosen aber sowieso auch ohne Freikarten. Pferdesportexperten. Und sie warteten auf